Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Info Thüringen. Wir werden das Holz noch schneller verkaufen. Wir hatten gerade die Bärung gehabt. Zu schnell gefahren, umgefallen. Und dann die normal. Wie gesagt, ist sehr hoch, wenn es sehr hoch gepackt ist. Das ist äußerst kippgefährdet, sagt man das vorsichtig. Extrem hoch. Weiter als zulässig. Da müssen wir langsam fahren. Sehr langsam. Kriechtempo. Um die 15 km/h zu viel. Weil sobald er kippt, kippt er. Katastrophe. Also ein bisschen Gas wegnehmen, ne? Und gleich die Kurve nehmen. Das ist riskant. Wie gesagt, langsam fahren. Denn sobald wir schnell fahren, ist es zu spät. Und hier kommen wir mit dem Radlader vielleicht ran nachher. Ja, beim Holz umkippen ist die Frage. Mit diesem Verkaufspunkt geht's. Aber vorher hätte er es schlecht. Wir haben es geschafft. Denke ich mal. Sechsundvierzigtausend, das hat sich ja gelohnt. Einer von oben. Zwei. Die enge Luft. Voll runter, du tust auch. Also ich wollte dünn einbringen. Eigentlich nicht viel. Oh, ich hab 187, ne? Oh ja, besser wie nix. Können alle wieder rauchen. So, jetzt können wir mal versuchen, das sind jetzt Längen von 6 Meter, das heißt auf 3 Meter einsteigen. Wenn man Glück hat, kein Auto kommt. Haben wir gesehen, was die für Kraft haben, die Autos. Die schieben den Radlader weg. So, machen wir gleich mal den Pump fertig. Und zwar Y. Nehmen wir 3m1. Gut. Holen wir erst Holz. Fein, fein. Also kriegen wir ein bisschen mehr rauf. Von der gesamten Länge her. Und vorne quer. Ja, eh nochmal aufmachen. Mahlzeit, Entschuldigung.
So, haben wir mal ein paar Stiche Holz. So. Kurz wieder abladen. Wenn man so ordentlich liegt. Ah, ich bin bald eingeschlafen hier. So, nicht zu hoch. Das Problem kennen wir schon. Noch ein, zwei. Sollte passen. Ja, so nie gestoppt. So, jetzt mal gucken. Das heißt, 6 Meter. Normalerweise. Ist einer so blöd nach vorne gefallen, ne? Die Hälfte war 3 Meter. Mal planen. Das sind die 3 Stück, die hinten in der Ungünstig liegen. So, das sollte aber genügen. So, wenn das 3 Meter ist, dann müssen wir eigentlich auf 6 Steine starten. Oder auf 9. Mal probieren. Ja, 9 passt. Wer hat's mich verraten? Ist doof, ich könnte bis doch wieder die Pizza holen. Mikes. Das ist ein Scheiß. Also ich muss beim Beladen nicht fahren. 3,1 Meter. Plan, nicht aufladen. Hat so schön gelegen, ne? So. Gut. Glück gehabt. Beim Fahren blöd. Das fällt ja irgendwie nach vorne oder hinten. Nach hinten fahren ist es schon, aber nach vorne schlecht.
viel Hoffnung von ihm, ne? Aber das war ein guter Test, ist gut gefüllt. Machen wir fest, jetzt haben wir verkaufen. Ein paar hätten noch aufgekommen. Aber wir wollen nicht wieder umkippen, ne? Das war eine schöne Flur Holz. Mal schauen, was wir kriegen. Das eine wird mehr kriegen normalerweise. Wo die andere Flur war ja höher gewesen. Ist ein bisschen weniger. Gewicht 14 Tonnen. Ja. Das stimmt. Ja, obwohl wir sind schwer. Ja, sehr schwer. Right? Well. Bäume sind sehr schwer. Da ja, frisch grün sind vor allen Dingen. Bauen wir genau ungefähr in der Mitte. Lösen wir die Gurte und jetzt gehen wir verkaufen. Oh, hat sich gelohnt. 50.000. Obwohl es optisch weniger war von der Höhe her, trotzdem mehr. Schön. Schönes Geld. Haben wir wieder 1 Million. Ne? Also, wenn wir wieder eine neue Karte beginnen, Wald kaufen. Forstmaschinen. Abholz. So, jetzt kommt der Kreuz. Wollen wir fahren, ne? Risiko. Ein paar Bäume fällen, ne? Noch hell. Ich habe noch hell in Thüringen. Ja. Okay, wurde aus. Jetzt laufen wir gleich hin zum neuen, unser Harvester. Unsere Fellmaschine. Ja. Ein paar Bäumchen fällen. Mal kurz einen Schluck trinken. Also gut. So, zwei. Wenn wir klopfen können, unwahrscheinlich. Weil wir auch hier Stunden wegnehmen kann, das sein. Ja, können wir lassen, jetzt. Gute Zeit, 14. Da waren sie, wie es halt vergeht. Ich hab aus. Aus können wir nicht erlauben, wir müssen Gas geben. Also eine Borkenkehre breit macht hier.
Ja. Ein paar Bäumchen noch, dann haben wir es geschafft heute. Dann sind noch zwei Folgen. Und zur nächsten Folge wird. Zur nächsten Aufnahmesession vielmehr wird dann die Nacht wieder geschlafen. Dann ist wieder angesagt. Düngen. Wahrscheinlich Unkrautbekämpfung. Und dann weiterhin sägen. Vielleicht auch ein paar Tupfenfräsen. Mal sehen. Oh je. Zeit, Moment. Mittwoch werden wir auch nicht viel Zeit haben. Bearbeiten, hochladen. Oh, das war ja Karl bringt. Das kann ich glaube ich war nicht, aber ich habe immer das Karl bestellt. So gar nicht die 10.000 Sekunde schaffen. Wenn man es schaffen will, was ich haben will, dann ist es gut. Aber Karl hat immer nicht lieb. So, jetzt haben wir schon Licht reingebracht hier im Wald. Ja, das vertausche ich mir. Hoch runter vertausche ich. Schilder kaufen, hinstellen. Wenn man die Straße nicht gehört, kann er nichts machen. So, und die von der Landwirtschaft. Das soll es heute gewesen sein. Oder der Forsters. Ich wünsche einmal einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn Forst schon den zweiten Tag ist. Ein paar Meter haben wir noch. Ich würde euch freuen über ein Like, ich sage mal danke. Ansonsten hört und sieht man sich vielleicht zur nächsten Folge. Dann sage ich Tschüss mit dem Winkel. Bis dann. Ciao, ciao.